Dann schaue ich mich jetzt erstmal in der Stadt um. Ein Meteorit ist auf den Bambuswald gefangen, was? Gefallen. Und da war Kagoron wahrscheinlich drin. Gefangen. Ich meine, es passt natürlich, ne? Zu diesem ganzen Theme von der Stadt. Es wurde ja auch gesagt, dass in dem Wald, wo wir zuletzt waren, ich glaube, Selfe war das, gesichtet wurde. Na guck mal, da, Feentyp, Arenaleiter. Da hatte Woggle wohl nicht aufgepasst. Kriegt Woggle jetzt auch eine Strafankündigung für Discord? So wie Ali bei Zelda. Und die haben so richtige Futons hier auch zum Schlafen. Und Laternen. Ist alles richtig schön. It's empty, trust me. Quelle? Trust me, Bro. Was haben wir hier? Ist hier das Theater zufällig? Sieht zumindest recht groß aus. Da kann ich raus, eventuell. Guck ich gleich mal. Guten Tag. Ja. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der es wert ist, die Prinzessin zu heiraten. Einem starken Trainer. Na, Freiwillige vor? Quelle, Papierkorb. Ja. Da sind sogar noch Räume. Okay. Und in seinem Mülleimer sind ganz viele vollgerotzte Taschentücher. Feels Batman? Ich hoffe, es sind Tränen. Nein! Warum musstest du das sagen? Ah, und ihr habt hier statt Elektrizität nutzt ihr die Pokémon. Duststone. Jetzt so ein Lichtel, wa? Oder Latanecto. Aber hier komme ich nicht durch, ne? Die haben sich nur oben geöffnet, die Türen. Oder auch wieder ein Mülleimer. Warum sind die Mülleimer eigentlich mal das Interessanteste an diesen Häusern? Eine Trashcan voller Hoffnung. Ultimate Trashcan. Feels Danganronpa-Man. Das wäre Alis Bezeichnung. The Ultimate Trashcan? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Danganronpa kennt, aber da geht es halt unter anderem darum, dass halt die Charaktere alle so besondere Fähigkeiten haben. Ne? So ultimative Schwimmerin. Ultimatives Idol, ne? Also die sind halt immer so die Besten in ihrem Bereich. Und Ali wäre dann der ultimative Mülleimer. Finde ich gut. Du Miesel. Das ist auch irgendein Meme, was ich nicht kenne. Das da. So Simpsons. Ah, Es warum? gab eine Folge, wo Bart halt eine Person da von den Simpsons, Welche? Nee, die haben nur einen Sohn, ne? irgendwie mal im Fernsehen mal was umgeschmissen hat und hat dann gesagt, ich hab's nicht getan. Und alle haben die ganze Zeit drüber gelacht und er ist einfach mit diesem einen Satz richtig berühmt geworden gefühlt. Und es gibt so ein Meme, wo ihm die ganze Klasse einfach nur anguckt und sagt einfach so, Bart, say your line. Ah, man merkt, dass ich die Simpsons nie gesehen habt. Und das ist so das Meme von bloß sagt dann einen Satz und alle lachen drüber. Aha, okay. Von hier war ich gekommen.
Ich meine, schön, dass sie so viele Memes eingebaut haben, aber wie gesagt, so einige davon kenne ich natürlich auch nicht. Oh, cool. Ist der Fatum-Knoten, glaube ich? Okay, hier sind noch mehr vollgerotzte Taschentücher. Was mit dir? Ja, bei der Prinzessin war ich schon, aber ich war nicht würdig, die zu heiraten. Dann wiederum, ich bin schon verheiratet, das könnte auch das Problem sein. Ah, hier gibt's fast keine Verbrecher. Aber... Es gibt Leute, die sind süchtig nach Poke-Gacha. Oh, okay. Die Stadt ist auch schon wieder sehr groß. Ach so, hier ist unter dem Pokémon Center. Ich glaube, ich gucke erstmal oben kurz weiter. Genau, von da war ich gekommen. Kann ich mittlerweile mehr Sachen mal kaufen im Markt? Gacha-File, was? Warum kostet das Ding 7000? Ja, wir haben schon. Gacha-Geld ausgeben ist halt teuer. Jetzt mal Real Talk. Spielt irgendwer von euch aktiv irgendwelche Gacha-Games? Und wenn ja, gebt ihr Geld dafür aus oder nicht? Ich will euch nicht judgen, um Gottes Willen. Solange das alles im Maßen ist, ist es ja auch voll okay. Jan und ich spielen halt schon seit Jahren Fire Emblem Heroes, wo man ja theoretisch auch Geld für ausgeben könnte. Aber wir haben noch kein Geld dafür ausgegeben und werden das wahrscheinlich auch nicht tun. Aber das ist so... ja... unser Guilty Pleasure vielleicht. Das ist auch irgendwie ganz cool. Das kannst du halt immer mal wieder, wenn du abends im Bett liegst, vorm Schlafen oder morgens nach dem Aufstehen oder einfach zwischendrin oder im Wartezimmer, einfach mal spielen. Aber ich fühle ihn mit Pity Raid und Spark und so weiter und so fort. Wenn du manchmal unbedingt diesen einen Charakter haben willst und er kommt einfach nicht. Start killing people. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was er meinte. Er hat beim Gacha-Game verloren. Hilfe! Why do I hear boss music? Is this Dark Souls? Aha. Was? Eröffnet ein Thread auf 4chan deswegen? Ist gerade richtig gelesen? Und was lernen wir daraus, liebe Kinder? Ihr könnt zwar Gacha-Spiele spielen, aber in Maßen. Und gebt am besten kein Echtgeld dafür aus. Nur wenn ihr euch unter Kontrolle habt. Sonst endet ihr wie dieser Opi. Dann wiederum ist halt schon episch, wenn jedes Mal, wenn ihr euch aufregt, einfach Bossmusik plötzlich spielt. Ja, aber ich würde es nicht empfehlen. Also, dass er da so rumgeflucht hat, okay, aber die Musik hat mich einfach gekillt. Oh Gott, die Arena-Prüfung hier ist ein Rhythm-Minigame. Ich muss Leo einladen. Ich habe doch so überhaupt kein Rhythmusgefühl. Hilfe. Seven-Winged Angel. Seven-Winged? Wie viele Flügel hat der arme Sephiroth plötzlich bekommen? Sieben? Ist es der One-Wing? Er hat nur einen, nicht sieben. Aber okay. Eins, sieben. Apropos, kommt nicht irgendwann demnächst der nächste Teil vom Final Fantasy VII Remake? Vielleicht hat er da sieben Flügel, wer weiß. Vielleicht weiß er alle Dinge, die wir nicht wissen. Ah, Subway ist schon wieder geschlossen. Die Helikopter-Variante. Nein! Der Sephiroth-Helikopter! Helikopter. Oh,
Footprints, ja. Guck dir mal die von meinem Starter an. Es liebt mich. Schön, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und weißt du, wer mich auch liebt? Der Mülleimer. Nun. Aber ich finde die Person sehr dedicated, dass sie wirklich überall was in die Mülleimer geschrieben hat. Ich kann das sehr appreciaten. Und es gibt hier sogar wieder so einen Metro-Trainer, wie hin und her wahrscheinlich. Ah, ich nehme an, da ist der Bambuswald. Genau, da sind noch ein paar seltsame Leute. Und hier ist die Arena in der Theorie. Was? Hat die mich gerade angelollt? Vor kurzem kam ein Herausforderer, der unbedingt die Leiterin sehen wollte, weil er der beste Trainer aller Zeiten wird. Und das hat mich echt nervös gemacht. Ich habe gesagt, dass der Leiter beschäftigt ist im Theater und dann ist er dahin gerannt. Aber warte, bis sie dann wieder da ist. Ja. Ich glaube, dann ist nur noch hier unten. Ich glaube, dann haben wir alles gesehen. Oinka Maub! Ja gut, Fee ist nicht sehr effektiv auf Feuer. Catchy, warum stehst du jetzt hier neben mir? Es gibt kein Essen. Er steht gerade komplett erwartungsvoll neben mir in seinem Gehege und verlangt Essen. Nein. Ich streame. Aber ja, Feuer, klar. Und Gift ja sowieso. Nummel, nummel. Aber woher weißt du, wie dieses epische Theme heißt? Hast du doch quasi einfach kurz die Stelle aus dem Stream irgendwo eingegeben und dann hat das Programm dir das quasi gesagt. Okay. Ich habe das Theater auf jeden Fall gefunden. Oh, danke. Ah, es gibt auch ein Tanztheater Antique City in Johto. Ich weiß noch nicht mal, was ein Orikorio ist. Koriogel? Ja. Ach, hier kann man die Form ändern. Ach nee, da ist die Leiterin. Oh, ich dachte, die wäre in den Wald gerannt. Nevermind, dann ist irgendwer anderes in den Wald gerannt. Warum sehen die einfach so angepisst aus, alle? Hallo? Komm schon, komm schon, komm schon! Kauf was, kauf was, kauf was! Oder auch nicht. Die hat ein sehr interessantes Design. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, und ich will dir keine Klischees bedienen, dass das eventuell die Feenarin-Leiterin sein könnte. Dafür muss ich mich mal kurz wieder anders hinsetzen. Bevor ich mir das antue. Ach, du bist ein Albtraum. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann werde ich hier nie fertig. Ach so. Ich lasse die beiden einfach mal da stehen, wa? Ich, gehe dann mal in den Wald. Aber wieder eine sehr interessante Stadt mit einigen lustigen Momenten. Zum Beispiel dem Seven-Winged Angel, wie wir gelernt haben. Mit seinem Toilet Paper. Ja. Schöne Musik hier drin. Hm. Vielleicht später? Fußspuren? Also, eigentlich nicht, aber egal. Ist da jemand hinter mir? Oh, tut mir leid. Weißt du, ob du... Was? Was habe ich? Okay. Ja, die Musik ist irgendwie wirklich laut. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe ja nichts daran geändert. Ich glaube, die ist irgendwie nur in dem Gebiet so laut. Warum auch immer. Hi, habe ich schlechtes Timing? Irgendwie,
Ja, ist da ein seltsames Signal von irgendeinem Realidea-System, was in der Nähe ist. Das gehört vermutlich zu irgendwem Wichtiges der Metis Corporation. Das sind übrigens die Antagonisten, falls ihr das nicht mehr im Kopf habt. Also sei vorsichtig. Ah, es gibt auch ein paar Dinge, die ich dir gerne sagen möchte über das System. Wenn du also kurz Zeit hast... dieser Bildschirm. Du bist also einer von denen! Oh, ich kann nicht glauben, was du mir angetan hast! Ich ruf dann später an! Was? Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, was sie mich hier gerade... Ich werde hier zu Unrecht beschuldigt. Damit wirst du zum besten Trainer. Deine Pokémon werden auch glücklich sein. Das ist alles nur eine Farce. Ich werde dich hier und jetzt vernichten. Alba? Okay. Sie ist schon cute, das stimmt. Irgendwie habe ich gedacht, Alba wäre die Erinnerleiterin, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind das einfach zwei verschiedene Personen, die in meinem Kopf die ganze Zeit die gleiche Person gewesen sind. Der Hintergrund ist aber sehr schön mit dem Wald. Das sieht sehr, sehr schick aus. Ist das Supertraining-Musik? Ich habe das viel zu selten gemacht, um das zu erkennen, aber du wirst schon recht haben. Eignet sich aber auch gut als Kampfmusik. Ja, ich glaube auch, weil der Professor gehört ja mal zu den Antagonisten und ist dann ja... Wait, what? Und ist dann ja bei denen ausgestiegen und wahrscheinlich wurde sie wirklich von denen gescammt und da wir jetzt das System quasi auch nutzen, wenn auch eine gute Variante davon, ist es zu einem kleinen Missverständnis gekommen. Ich habe halt auch kurz gedacht, es war Schakwil, als ich den Namen gelesen habe und dachte mir so, nee, wahrscheinlich irrst du dich, das kann ja gar nicht sein. Oh, es gehorcht ihr nicht. Schakwil, bitte! Nun. Sie war stets bemüht. Was ist ein Rabatuta? Ach, die Entwicklung vom Feuerstarter. Nee, du. Kein hier, nicht Rattenfänger von Hameln. Ist der so? War das das? Nee, den fühle ich nicht. Bitte gehen Sie. Aber ich sehe, ihr seid auch nicht so begeistert davon. Beldum. Beldum war Tarnhel? Glaube ich. Kennt ihr diese Typen, die aussehen wie Ratten? Normalerweise nicht Ali, nein. Kommt bei mir erst selten vor. Ich... Fleckmon, enttäusch uns nicht. Oh, er hat's geschafft, okay. Nice. Eine Hose wäre nicht schlecht. Das ist das einzig richtige Zitat hierfür. Was? Du sagst, du gehörst gar nicht zu denen? Warum kannst du dieses System dann nutzen? Bist du sicher, dass deine Pokémon... ja... ihre Glückseligkeit nicht nur vortäuschen? Ich habe wohl einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Mein Name ist Alba. Ich bin die Tochter von Liliana, der vorherigen... oder dem vorherigen Champion der Region. Und ich war auch vor kurzem im Fernsehen. Elliot hat mir von dir erzählt. Oh, du bist mit dem netten Typen befreundet? Verstehe. Dann ist dein System wohl doch etwas anders als das der Metis Corporation, nicht wahr? Hm, die
Diese Idioten haben mir eine Version aufgeschwatzt, die, naja, nicht ganz so vorteilhaft für die Pokémon ist. Nun ja, mein Waschakwil hört einfach nicht auf mich. Ich dachte, das wäre mein Fehler, weil ich einfach nicht würdig genug bin als Trainer. Und vor kurzem hat mir ein Mitglied der Medis Corporation gesagt, ich soll das System nutzen. Er hat mir versichert, dass es dann mit Waschakwil ein bisschen besser klappt. Und ich habe zugestimmt, ohne nachzudenken. Und plötzlich hat Waschakwil mir gehorcht. Aber es war blöd von mir anzunehmen, dass diese Verbindung zwischen uns beiden wirklich echt ist. Und irgendwer hatte dann gesagt, dass es keine gute Idee war. Und deswegen habe ich keinen Bock mehr auf die Metis Corporation. Und einer ihrer Anführer ist irgendwo hier in der Nähe. Dann lass uns zusammengehen. Ach, du bist auch hinter denen her? Super, obwohl... Ich denke, ich gehe lieber alleine. Ich glaube nicht, dass meine Pokémon dir wirklich viel helfen können. Ah, und nimm das hier. Ich meine, gut, ich kann das schon verstehen, wenn sie halt so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Warum ist die Musik einfach tot, wenn ich sie fünf leiser mache? Ich kann schon verstehen, wie gesagt, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht hat oder wenn diese Metis Corporation ihr wirklich dieses schlechte Realidea-System aufgeschwatzt hat, ne, dass sie dann natürlich sofort getriggert wurde, als wir unseres rausgeholt haben. Ich glaube, ich habe die Musik gekillt. Moment. Warum ist die hier so signifikant lauter? So. Ist die jetzt auf einem besseren Level als vorher? Ich habe die jetzt mal manuell leiser gedreht. Natürlich für die Kämpfe ein bisschen blöd, aber ich will ja auch nicht, dass euch die Ohren wegfliegen die ganze Zeit. Das wäre ja auch blöd. Das heißt, wir können aber auch jetzt Slowking mal ein bisschen leveln. Dass du auch auf Teamniveau bist. Ja. Fangen wir mal hiermit hin. Okay, wenn es so passt, ist gut. Nun gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Ist das da unten ein Trainer? Ich glaube ja. Ach, das kann ich zerschneiden. Das ist auch voll cool, dass hier so unter... Warum war da ein Vulpix in dem Bambus? Dass sie so unterschiedliche Zerschneiderbäume haben, das finde ich echt ganz cool. Problem ist halt jetzt, wie gesagt, nur, dass die Kämpfe wahrscheinlich viel zu leise sind von der Musik her. Glückwunsch, du hast einen Vulpix zerschnitten. Nun. Ich müsste jetzt für die Kämpfe theoretisch wieder aufdrehen. Ob ich so viel Lust habe, das bei jedem Kampf zu machen, ist die andere Sache. Aber gucken wir mal. Das sind halt so Sachen, wo man halt einfach sagen muss, es ist leichter, wenn man das später für YouTube oder so macht. Weil man da natürlich einfach hinterher die Abmischung ändern kann. Das ist jetzt im Stream natürlich so ein bisschen doof, weil ich das zwar auch machen kann, aber ich muss es halt manuell bei jedem Kampf dann machen. Das ist dann in der Nachbearbeitung natürlich immer ein bisschen angenehmer. Genauso wie du im Stream natürlich schlecht irgendwie was rausschneiden kannst. YOLO. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch irgendwelche lustigen Geräusche im Hintergrund habe oder Jan poltert oder so, ist natürlich im Stream immer ein bisschen schwierig rauszuschneiden. Aber dann wiederum, Jans Geräusche gehören, glaube ich, schon fast dazu. Wäre ja sonst langweilig.
So, lass mich das kurz wieder leiser stellen.